Ja, hallo, wieder mal der Toni von Tim Kellerbuch. Es gibt wieder mein Video zum Thema Auswertungen. Dieses Video wird Auswertungen auf Basis einer Pivot-Tabelle erklären und geht so, denke ich, relativ tief. Das bedeutet, ich kann damit auswerten, welcher Kunde hat zu welchem Zeitpunkt was gekauft, welche Artikelgruppe geht am besten, welche Kundengruppe und so weiter und so fort. Wir machen dazu mal Folgendes. Wir nehmen uns die Daten aus unserem System auf folgende Art und Weise her. Wir gehen dazu mal in die Gruppe Auswertungen, hier in die Funktion Auswertungen und da gibt es eben eine Reihe von vorgefertigten Auswertungsoptionen. Wir verwenden oder ich verwende in diesem Beispiel einmal die Pivot-Tabelle Rechnungen. Die werden mit einem Doppelklick einmal aktivieren und dann kann ich mir wie immer den Zeitraum aussuchen. Manuell, ein Jahr, ein Quartal oder ich werde es jetzt aufgrund der Geschwindigkeit dann einmal nur für einen Monat machen und zwar jetzt von mir aus für den Mai. So, mit einem Doppelklick muss man das aktivieren. Das geht recht flott und dann kann man das im Excel auch schon öffnen. Wenn die Daten im Excel geladen sind, dann sieht man zunächst einmal eigentlich eine leere Ansicht. Die können wir aktivieren mit der Funktion Bearbeitung aktivieren. Und jetzt gibt es von uns vorgefertigt eine Standardauswertung. Diese Standardauswertung kann man, und das ist jetzt genau der Sinn von diesem Video, frei nach den eigenen Wünschen anpassen. Ganz wichtig dazu ist einmal Folgendes: Man muss sich irgendwo in diese Zahlen reinstellen. Und ihr seht sofort den Unterschied. Stehe ich draußen, fehlt mir da auf der rechten Seite dieser Auswahlbereich, klicke ich irgendwo in die Zahlen rein, dann bekomme ich diese Pivot-Tabellen-Optionen. Die meisten schrecken da zusammen. Wie schaut das aus? Was kann man da tun? Ich möchte es heute wirklich ganz einfach und leicht und einfach erklären. Zunächst einmal, diese Struktur, die wir auf der linken Seite sehen, die hat genau den Grund, weil wir hier eingestellt haben, zum Beispiel beim Filter Kunde und darunter das Kalenderjahr. Das entspricht genau diesen beiden Feldern. Also ich kann es mal zum Vereinfachen einfach die Kunden wegziehen und dann sieht sie auch, dass die Kunden hier verschwunden sind. Wegziehen bedeutet, ich demonstriere es gerne nochmal beim Kalenderjahr. Ich klicke da auf die linke Maustaste drauf, bleibe oben und dann ist dieses Teil verschwunden. Ich möchte sogar so weit gehen, einmal alle diese Bereiche leer zu machen. Also hier sehen wir auf der linken Seite die Jahrgänge und die Gebinde. Das entspricht da diesem Bereich der Zeilen. Und genauso kann ich da den Jahrgang weggeben und das Gebinde weggeben. Und dann bleiben eigentlich nur mehr Summe der Stückzahlen und beziehungsweise Summe vom Nettoumsatz übrig. Und das wiederum entspricht hier diesem Schnittpunkt von den Spalten und den Zeilen. Und auch da kann ich sogar diese Felder sozusagen wegnehmen. So, jetzt haben wir eigentlich eine ganz leere Pivot-Tabelle und können ganz von vorne beginnen. Ihr könnt in Tat und Wahrheit nichts Falsches eigentlich machen. Ihr müsst euch nur trauen, die Felder anzuklicken und in die dementsprechenden Bereiche zu ziehen. Für mein erstes Beispiel möchte ich jetzt einmal von mir aus alle Verkaufsartikel aufgelistet sehen und was wir da für einen Nettoumsatz damit generiert haben. So, das bedeutet, in dieser Liste habe ich alle Felder, die wir aus unserem Programm automatisch exportiert bekommen. Und ich beginne da zum Beispiel mit Verkaufsbezeichnung am Belegposten, bleibt auf der linken Maustaste und wie schon angekündigt, man kann nichts Falsches machen. Wenn ich es jetzt da oben zum Beispiel reinziehe, in diesen Filterbereich, dann habe ich es wie vorhin auch bei den Kunden hier oben stehen und könnte mir da meine einzelnen Produkte auswählen. Das ist eine Möglichkeit. Oder ich möchte das wirklich in Listenform sehen. Jetzt kann ich das entweder zum Beispiel in den Spalten haben. Und da sieht man so nebeneinander, macht das nicht sehr viel Sinn. Ich probiere das Ganze mal in den Zeilen aus. Jetzt habe ich meine, zugegeben sehr kleine, Artikelliste hier untereinander stehen. Na gut, und dann möchte ich, wie schon erwähnt, dazu noch haben den Nettoumsatz. Das bedeutet, wie gerade im letzten Beispiel gesehen, ich suche mir hier ein Feld heraus, in dem Fall Betrag netto verrät es auch schon und zieht es einmal, und das ist das Besondere, in diese Werte rein. Wie schon gesagt, ihr könnt nichts Falsches machen. Wenn ich es jetzt von mir aus da drunter ziehe, na, dann ziehe ich halt die einzelnen Beträge. Ist nicht wirklich falsch, aber macht nicht auch großartigerweise Sinn. Deswegen in diesen Summenbereich, in diesen Wertebereich ziehe ich es rein. Und da haben wir einen kleinen Klassiker, weil was er jetzt macht, ist auch kein falsches Ergebnis, sondern er summiert jetzt nicht die Nettobeträge, sondern er zählt sie. Das sagt das Wort Anzahl.
Aber ich weiß zumindest, Aldi Spesto habe ich offensichtlich 17 Mal verkauft, meinen Wein habe ich 62 Mal verkauft, aber wir wollten ja die Summe vom Nettobetrag sehen. Und dazu ist jetzt noch folgende Information wichtig. Auf diesen kleinen grauen schwarzen Pfeil, da kann ich mir draufklicken und da gibt es zusätzliche Optionen zu diesen einzelnen Feldern. Das funktioniert überall. Und da jetzt da eine ganz wichtige, die nennt sich Wertfeldeinstellungen. Und in späteren Videos werden wir da noch ganz schöne und tolle Dinge machen, so zum Thema Prozentauswertung und was es da noch alles gibt. Aber jetzt mache ich mir nichts anderes, wie umzustellen die Methode von Anzahl auf Summe. Und schon ist es passiert. Jetzt weiß ich eben, dass zum Beispiel ich mit Aldis Bester einen Umsatz von 1092 Euro gemacht habe und mit Andis Wein 120 Euro und so weiter und so fort. Das erklärt schon mal meines Erachtens das Grundprinzip von dieser Pivot-Tabelle. Und ich lade euch da ein bisschen in die Tiefe zu gehen oder was heißt in die Tiefe gehen, einfach auszuprobieren. Vielleicht möchte ich gar nicht dieses Ergebnis jetzt auf Basis von den Verkaufsbezeichnungen haben, na dann schmeiße ich die ganz einfach wieder weg, sondern mich interessieren die Artikelgruppen. Dann nehme ich diese Artikelgruppen und ziehe die genauso wieder in den Zeilenbereich runter. Und dann sehe ich halt, mit allen Artikeln habe ich gemacht, oder mit der Gruppe Allartikel 2708 Euro, mit meiner Rosé-Gruppe 200, mit der Spezial 264. Und vielleicht möchten wir es dann doch ein bisschen genauer sehen, dann hole ich mir diese Verkaufsbezeichnungen doch wieder runter. Und da seht ihr schon, man kann da 2, 3, 4 Felder, es gibt da nicht wirklich keine Grenze, runterziehen. Die einzige Grenze ist, dass es dann irgendwann unübersichtlich und unlogisch wird. Okay? Und ein letztes Beispiel hätte ich noch in diesem Bereich. Mich interessieren vielleicht doch nicht die Artikelgruppen, so klicke ich diese Artikelgruppe an, schmeiße die raus und vielleicht interessiert mich eher der Kundentyp, also ob Gastronomiekunde, beziehungsweise ob, was habe ich alles dabei, Handel und so weiter. Und als letzte Information, bevor es dann mehr Details in den nächsten Videos gibt, ist, auch die Position und die Stellung innerhalb dieser Felder könnt ihr euch aussuchen. Ich mache jetzt nichts anderes als den Kundentyp, da bleibe ich auf der linken Maustaste, und ziehe den innerhalb des Zeilenbereichs vor das Feld Verkaufsbezeichnung. Und schon sehen Sie die Liste ganz anders dargestellt, nämlich unterteilt nach den Kundentypen und dann innerhalb beispielsweise erst nach den Weinen. Das ist einmal ein Einstieg in diese weitere Form der Auswertung. Wenn es Fragen gibt, bitte einfach anrufen bzw. nach den nächsten Videos ausschalten. Danke!